Hip-Hop ist für mich das, was ich fühle. Wie ich träume, wie ich höre, wie ich bin. Das ist die geilste Musikkultur dieser Erde. Hip-Hop ist für mich Liebe einfach. Stories aus dem Leben erzählen. Eine Chance, die ich sonst niemals bekommen hätte in meinem Leben. Alles klar, alles fit. Breakdance, DJing, Graffiti und Rap, der Sprechgesang. Gestern haben wir noch alle irgendwie auf der Jam im Kreis getanzt und hatten nix. Und plötzlich kommen die Major-Labels mit den dicken Geldkoffern. Ist das richtig, ist das falsch? Verkaufen wir unsere Seele? Was passiert hier? Rap ist authentisch. Du bitte Beweis, hier ist mein Ausweis. Die Aushandlung von Rassismus zieht sich durch alle 4 Jahrzehnte Deutschrap. Rap-Musik ist Spiegel der Gesellschaft. Hip-Hop ist immaterielles Kulturerbe. Das bleibt für immer. Also ich erwarte, dass wir ganz entspannt, funky durch die Stadt cruisen und uns alte Geschichten und neue Geschichten erzählen, einfach eine gute Zeit haben. So eine Überraschungspackung, ja, heute, so die Wundertüte für den Herren. Also es ist aufregend halt, ne? So oft mache ich das ja auch nicht. Grüß dich, mein Bester. Ich bin Martin Stieber, Einzelhändler, aber auch Rapper. Und wir sind die Stieber Twins. Stieber Twins und Mad Max, präziser wie Skinny Caps. Mit Retro schneller als Stars in Yellow Cap. Schlangen sind giftig, wenn Rapper vorstand nicht. Ich bin Tony L., gebürtiger Heidelberger Hip-Hop-Pionier und Mitbegründer von Advanced Chemistry. Und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt. Lyrische Welt macht, es passt exakt, wenn Tony L. das Rap passt, den Mic-Check macht, es kracht, mein Text packt, jeder geht jetzt ab, weil Def grad die Tracks hat, mit dem Funk extra. Eine Zeile meiner Texte wiegt 100 Sätze. Da schauen wir uns die Kiste mal das an. Auto, auf jeden Fall. Das ist jetzt unser DeLorean, mit dem wir uns durch die 80er bewegen. Wo ist der Fluxkompensator? Okay. Also der Fluxkompensator ist eingestellt, dementsprechend können wir jetzt die Zeitreise beginnen. Durch die 80er. Okay, wir starten. Das Deutschland der 80er war cremig, glitzernd. Ring, ring, kling, kling, glitzer, bling, bling, pink, Cadillac, Saxophone. NATO, USA, Russland, so war das halt aufgeteilt. Und irgendwie war es immer so ein bisschen kritisch, aber ja. Deutschland war noch nicht vereint. Es gab noch die DDR. Und die Hauptstadt war Bonn. Petting statt Pershing war damals auch so ein Slogan. Ja, man war gegen die Stationierung der Pershing-Raketen. Wenn es zum Krieg kommt zwischen der NATO und dem Ostblock, dann ist West-Berlin halt am Arsch. Ja, in den 80er denke ich tatsächlich, der Style, den die Leute hatten, die Frisur. Sie haben ganz anders gefeiert, die Leute damals. Ich schwöre. Ich habe unheimlich viele Cartoons noch im Kopf, irgendwie, wo Kohl als auch so latent inkompetenter Typ parodiert wurde. Die 80er waren verrückt. Ja, es waren. Das waren die 80er. Das waren die 80er. Oh, guck mal, Radio haben wir auch. Super. Ja. Jetzt schauen wir mal, wo das Ding hier angeht, das Teil. Rapping, Breakdance, Electric Boogie. Nach New York jetzt auch Nussdorf, Herrenberg oder Stuttgart City. Es gab ja am Anfang diese Breakdance-Welle überhaupt, ne? Da Bravo. Tod durch Breakdance. Breakdance Sensation 84. Dann gab es eine Zeitschrift, die hieß Bravo Breakdance Sensation 1984. Und da haben wir versucht zu breaken. Da war ja Mr. Robot auf dem Cover.
Und wir alle da, erstmal weiße Handschuhe, haben nur Breakdance die ganze Zeit gemacht, so Dinge auf dem Boden, Raupe, dies, das. Im Pausenhof, im Hort oder so versuchen, Turtle zu machen und so. Helikopter natürlich, nie geschafft, bis heute nicht. Mr. Robot, Symbol eines Booms. Wie lange? Man munkelt schon. Sie break nur einen Sommer lang. Meine Cousine ist damals zu mir gekommen und hat gemeint, das ist doch bloß Mode. Und ich habe gesagt, nein, das bleibt für immer. Es gab eine große Welle. Das war ein richtiger Hype. Da hat jeder in der Schule mal kurz einen Breakdance-Move ausprobiert und wollte irgendwie cool sein. Aber als der Hype vorbei war, also irgendjemand hat dann mal behauptet, der ist vorbei, dann hat da keiner sich mehr für interessiert. Und die Leute, die dann übrig geblieben sind, das ist meine These. Das ist auch eine These, die plausibel ist. Die haben die Hip-Hop-Szene kreiert. Genau. Daraus ist die Hip-Hop-Szene entstanden. Die Leute, die dabei geblieben sind. Also früher war Hip-Hop auf jeden Fall nicht so eine große Bewegung, wie sie sich heute darstellt. Früher waren es deutlich weniger Personen. Eine kleine Gesellschaft in der Gesellschaft sozusagen. Ja. Kommt sie. Hallo. Hi. Hi. Wie geht's dir? Oh, gut. Hi, also, alles gut, ja? Schön. Ja. Ja, Cora, guck mal, hier haben wir ein Radio. Da kommen jetzt gleich die Snippets und Musik und oder auch eine politische Meldung aus den 80ern. Ah. Und der MC ist weiblich. Ja. Der Quatsch ist schwer, sich zu beweisen als Frau in Rap-Kreisen. Ist nix als Kaffeeklatsch. Ich steh nicht auf Klischee und Schäm. Die These vom schwachen Geschlecht ist nur bequem. Cora E. war eine der ersten Frauen, die war einfach schon früh da durch dieses Stieber Twins Advanced Chemistry und so. Die war eigentlich damals schon ein Superstar. Als ich Cora E. das erste Mal gesehen habe mit dem Mikrofon auf der Bühne als Frau, ich war total getriggert. Ich dachte so, das will ich auch. Das will ich auch. Ich war gerade 10, als ich anfing auszugehen, die Jeans eng zu nähen, um cool auszusehen. Ich passe nicht mehr in die Dorfklicke und hing viel lieber mit dem Punks ab. An der Holzbrücke hab mein Taschengeld im Hinterhof verspielt, 17 und 4. Und war erst 12, als ich das erste Bier probier. Und auch die beste Mutter merkt nicht, dass ihr Kind nach Alkohol stinkt, wenn sie selber trinkt. Einer der zeitlosesten Songs im deutschen Rap ist wohl Schlüsselkind. Ja, Schlüsselkind ist ja auch einfach so, ich meine, man mag es auch, manche Leute nennen es vielleicht ignorant, wie ehrlich dieser Text ist. Ne? Also ich plaudere ja so dermaßen familiär aus dem Nähkästchen. Ja. Heute könnte ich ein Schlüsselkind nicht mehr schreiben. Ich wäre zu sehr so, oh Gott, kann ich das sagen? Was denkt meine Mutter, wenn ich das sage? Ist halt auch 30 Jahre her. Ich glaube, heute könnte ich das nicht mehr. Ich wäre heute nicht, wie ich bin, wäre es nicht gewesen, wie es war. Ich habe so einen Text geschrieben gehabt, wo ich dann auch sage, so, alles kalt, ich wurde zum Schlüsselkind. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Ich wurde zum Schlüsselkind. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es nicht gewesen. Cora E. war einfach eine absolute Pionierin und parallel dazu war sie eine Frau. Und das ist natürlich auch schön und wichtig, dass zumindest eine Frau da drin auch einen so großen und wichtigen Fußabdruck hinterlassen hat, sodass niemand auf die Idee kommen könnte, zu bezweifeln, dass Frauen natürlich von Anfang an in der Hip-Hop-Geschichte auch eine wahnsinnig große Rolle gespielt haben. Es war doch für mich normal. Ja, es ist, ich habe mir doch nie die Frage gestellt, okay, ich bin jetzt eine Frau, ich muss das anders sehen oder so. Für mich gab es nicht dieses Frau-Mann-Ding im Hip-Hop. Ganz wichtig für Deutschland. In der romantischen Rap. Zeit in den 80ern, so diese Hip-Hop-Community war die, also kannte jeder die Cora. Cora, die Cora war einfach über eine feste Größe. Über die Grenzen Deutschlands hinaus. Genau. Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Wir fahren jetzt ins Mark Twain Village, wo die Amerikaner waren, in Heidelberg. Das sind wir. Jump on it!
ehemaligen US-Hauptquartier der NATO. War eine gated Community. Da drüben sind wirklich dann die Büroräume, wo die ganzen Generäle drin saßen. Für mich in den 80ern war definitiv deutsch-amerikanisches Volksfest. Genau. Und da gab es dann auch Battles. Da hat man die Berührungspunkte mit den Amerikanern nämlich gelebt. Genau. Und die Amis, die waren am Anfang gar nicht so gut. Aber es kamen ja immer wieder neue GIs dazu und die haben ihre Kids mitgebracht. Und irgendwann kam mal ein Schwung, wo die Kids dann mit der Rocksteady Crew in New York trainiert hatten. Und die haben uns dann den Arsch versohlt. Das weiß ich noch. Die konnten dann schon Rückwärtssalto aus dem Stand. Und dann, ich weiß, das war schon wie heute. Das erste Mal mit richtig Hip-Hop in Berührung gekommen, da war ich vielleicht 13. Ich habe in Heidelberg gegen die Amis Basketball gespielt, aber man ist auch mit der Musik in Kontakt gekommen. Es gab auch dann und wann so irgendwelche Rap-Crews, ich kannte die gar nicht, die dann durch die Kneipen gezogen sind. Also durch Kneipen, wo sich, also oft durch zivile Kneipen, in denen sich die Stuttgarter und eben die amerikanischen Soldaten trafen und gefeiert hatten. Also ich bin halber Amerikaner, mein Cousin dann halt auch halber Ami und war dann irgendwann bei denen, was ich was, Thanksgiving oder irgendwas. Und dann kam der so, komm, ich muss dir was vorstellen, ein Zimmer zugemacht, so einen Kassettenrekorder, Tape rein, so. Und dann fing an, so. Ersten Worte so, straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. So, was ist das? Oh, ist das krass. Ja, und dann kleben geblieben. Viele, die halt auch den US-amerikanischen Rap kannten, wussten so, hey, ne, das ist so die Macht. Meine Verhältnisse zu Hause, dass meine Mutter jetzt John, mein Bonusvater, so gesehen, dann heiratete, hatte ich dann plötzlich einen direkten Bezug. Zu Hause bei mir war dann Amerika. Und ich hatte eben James Brown, Rick James, Barcase, Death Band, Gap Band, Diana Ross, was weiß ich, Aretha Franklin. Ich bin mit diesen Sachen aufgewachsen. Afroamerikanische Musik hat in der deutschen klassischen Gesellschaft gar nicht wirklich stattgefunden. Hip-Hop hat das hierher getragen. Die Marching Bands sind halt auch hier immer durch die Hauptstraße und haben gespielt. Ja? Und das war schon immer was anderes. Mein Vater hat immer gemeint, die wahre Musik oder die ihn abgeholt hat, das war immer schwarze amerikanische Jazzmusik. Und er hat gemeint, es ist ein Riesenunterschied, wenn jetzt die Amerikaner da quasi ihr Spielmannskapelle haben oder die Deutschen. Das war dann immer so Marschmusik und die Amis hatten halt schon den Funk und den Soul, selbst in der Militärmusik. Das hört sich blöd an, aber es ist tatsächlich so. Also ich war von 86 bis 88 war ich in New York. Das war mein Army-Einfluss natürlich. Du kannst irgendwie Tilo Rock gekannt, da war die Platte noch nicht mal draußen. Ja, ich hatte auch einen Brieffreund, der hieß Jesse Jeff. Den habe ich dann später in Philadelphia besucht. Stereo, ich versuch's mal. I said, hip hop, the hip, the hip, the hip, hip, hip hop. You don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Said, I've jumped the boogie to the rim of the boogie to beat. Oh, Sugar Hill Gang on Rapper's Delight. I said, hip hop, the hip, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say, I've jumped the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now, what you hear is not a test. I'm rapping to the beat.